Jetzt ist es soweit. Wir verlassen das Lofoten-Archipel. Unsere Fähre steht schon da drüben im Hafen. Ich denke, das Boarding beginnt gleich. Und dann geht's weiter. Was meinst du? Ich hätte ein schönes T-Shirt an. Recht hast du. Das gibt schon einen Vorgeschmack auf die nächste Skandinavienreise. So, nachdem dann jetzt auch alle eingecheckt haben, geht's los. Der Captain schmeißt den Riemen auf die Orgel. Und dann sind wir schnell drüben auf dem Festland. Wir machen einen kleinen Zwischenhalt auf der Insel Skrova. Anlegen, Post abgeben, weiter. 5 Minuten. So, jetzt sind wir gerade von der Fähre gefahren. Jetzt fehlen uns noch ein paar Kilometer bis zur E6 und die fahren wir dann nach Süden zur nächsten Etappe der nationalen Touristenstrecken. Wir wollen die Helgelandsküste unter die Räder nehmen und dazu mehr nach dem Intro. Als wir weiterrollen, fällt uns dieses Schild auf. Rechts ran. Das müssen wir uns ansehen. Helle Ristninger bedeutet ungefähr so etwas wie Felsritzungen, was auf die Steinzeit hindeutet. Diese hier befinden sich an dem Sandnesvatn. Er wurde gezähmt und so zur Stromerzeugung nutzbar gemacht. Auch Fischtreppen hat man angelegt. Entlang der E6 fahren wir bis Fauske. Immer wieder legen wir Stopps ein, um uns die gewaltige Natur Norwegens anzusehen. Ja, so schnell kann es gehen in Norwegen. Wir hatten eben unterwegs 28 Grad. Und dann haben wir gesagt, hier in Fauske, wir gehen hier auf den Campingplatz, wir wollen nicht den ganzen Tag bei dem schönen Wetter nur im Auto sitzen und nur fahren. Wir fahren auf den Platz und machen einen Stopp und setzen uns raus in die Sonne. Es sind keine 28 Grad mehr. Der Wind hat heftig aufgefrischt. Gewitter sind gemeldet, haben wir eben hier vom Campingnachbarn erfahren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber eins kann ich euch versprechen, wenn wir morgen wenige Kilometer gefahren sind, dann kommt schon ein richtig... Wie versprochen, das erste Highlight des Tages. Diese Meerenge hier hinter mir sind ungefähr 150 Meter Breite. Da klappert eine Leiter. Hier fließen viermal am Tag zu den Gezeitenwechseln ca. 400 Millionen Kubikmeter Wasser durch diese Enge. Das ist bedingt dadurch, dass wir hier auf der Meerseite eine Tiefe von ca. 1000 Metern haben.
und auf der Landseite ca. 450 Meter am tiefsten Punkt. Dieser Mahlstrom erzeugt Wirbel von bis zu 10 Metern Durchmesser. Man kann hier Bootsfahrten chartern. Ich habe gelesen, dass hier wohl auch schon Motorboote versunken sind und die Leute fanden ihren Tod. Die Flut bringt Unmengen von Fisch mit in den Fjord. Einige Petri-Jünger versuchen ihr Glück vom Boot aus. Andere bleiben vorsichtshalber an Land. Auch die Vögel haben Jagdsaison. Ein ganz besonderer Kick ist es wohl, mit dem Powerboat in die Strudel zu fahren. Nochmal zurück und mit neuem Anlauf hinein. Da habe ich euch zu viel versprochen. Dieser weltgrößte Mahlstrom ist doch einfach faszinierend. So, wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter die RV17 runter. Den Reichsweihen 17, auch Helgelands Kustweihe genannt. Und wir lassen uns überraschen, was heute noch alles auf uns zukommt. Wir genießen die Strecke entlang tiefer Fjorde, bestaunen Wasserfälle und durchqueren etliche Tunnel. Wir sehen immer wieder bizarre Felsen und gelangen an einen Rastplatz. Dies hier ist ein Ehrenmal für die Besatzung eines englischen U-Bootes. Die Männer fanden dort während des Zweiten Weltkriegs den Tod. Aber noch etwas ist hier zu bestaunen. Norwegische Künstler haben sich an den Touristenrouten ausgelassen. Hier an einer Toilettenanlage. Andere Künstler, nämlich die Brückenbauingenieure des Landes, haben Nützlicheres entworfen. Wir gelangen an den Svartissengletscher.
Er ist nach dem Jostedalsbreen der zweitgrößte Gletscher Norwegens. Allerdings leidet auch er unter der zunehmenden Erwärmung der Erde. Er ist in den letzten 30 Jahren stark zurückgegangen. Früher einmal konnte man von Kreuzfahrtschiffen aus den Gletscher Kalben sehen. Heute hat er sich schon so weit zurückgezogen, dass er einen See gebildet hat. Und über den wird man mit Booten gebracht und kann dann eine Gletscherwanderung unternehmen. Eine kurze Fährfahrt schließt sich an. So kurz, dass es das Aussteigen nicht lohnt. Und dann haben wir besonderes Glück. Als wir an den Fährterminal kommen, liegt die Fähre gerade an. Also rauf auf den Kahn. Wir gehen an Deck und passieren den Melfjord. Mit einem besonderen Augenblick. Wir kreuzen den Polarkreis, für uns zum vierten Mal, aber zum ersten Mal auf See. Den Wohnwagen anhängen und schon geht's weiter. Zweiter Teil. Ich habe gestern Abend ganz vergessen, ein paar Bilder vom Campingplatz zu machen, wo wir denn da standen. Die reiche ich euch jetzt nach. Heute Morgen hat es geregnet, kräftig geregnet, was auch gut war, da dadurch die Temperatur runtergekühlt ist, was uns sehr entgegenkommt. Denn die 28 Grad gestern waren dann doch schon ein bisschen heftig im Temperaturunterschied gegen die Tage vorher. Jetzt die Bilder vom Campingplatz, hoch über dem Fjord, herrlich. Da drüben sehen wir ungefähr den Punkt, wo die Polarkreiskugel steht, an der wir gestern vorbeigefahren sind. Wir kommen an ein Museum, gehen aber nicht hinein. Stattdessen besichtigen wir eine Küstenbatterie der Artillerie. Es gibt entlang der Küste sowohl norwegische als auch deutsche Batterien zu besichtigen. Deutsche Anlagen wurden im Zug der Atlantikwallsicherung errichtet. Welche das hier war, ist auch unerheblich. Sie ist Zeugin einer dunklen Zeit, die hoffentlich nicht wiederkommt. Manche nennen diese Strecke, die RV17, die teuerste Straße Norwegens. Es gibt 6 Fährverbindungen, die man fahren muss. Wir belassen es bei 3 und fahren dann nach der eine, die für heute eingeplant ist, dann auf die E6 und dann geht es weiter nach Süden. Und was da kommt,
Wir werden es euch zeigen. Auf dem Weg nach Nesna müssen wir einen Pass queren. Je höher wir kommen, je dichter die Nebel. Aber bald geht's bergab und die Sicht wird weiter. Wir umrunden den Sjonafjord. Tja, da haben wir die letzte Fähre gerade noch gesehen. Aber die war schon voll, bevor wir in der Warteschleife waren. So müssen wir warten. Es dauert ungefähr eine Stunde, dann geht das nächste Schiff rüber. Das gibt mir auch Zeit, mich hier ein bisschen umzusehen. Denn hier nebenan ist direkt ein Hafen. In Devang geht es auf dem Landweg weiter. Hinter Mossjön gelangen wir an den Laxfossen. Er hat zwar eine geringe Fallhöhe, aber durch die Wassermengen wirkt er so imposant. Nordnorwegen lassen wir jetzt hinter uns und Trøndelag empfängt uns. Namskogan ist unser Tagesziel. Ich bin jetzt gerade dabei, das Navi zu programmieren für unser neues Ziel für morgen, für unseren Campingplatz in Trondheim. Ja, ihr habt recht, wir haben hier ein richtig schönes, idyllisches Plätzchen erwischt. Leider ist die E6 da oben hin, man hört sie permanent. Aber für eine Nacht wird es schon gehen. Wie das Flüsschen hier hinten heißt, weiß ich nicht. Wenn ich das rausfinde, dann reiche ich euch das morgen nach. Jetzt nehme ich noch ein paar Impressionen für euch auf und quäle mich über den Campingplatz. Alles, damit ihr glücklich seid. Wir starten die nächste Etappe. Unser Reiseziel soll Trondheim sein. Dort wollen wir einige Tage bleiben. Wir ziehen die E6 weiter nach Süden. Übrigens,
Namsen heißt der Fluss zur Rechten. Das will ich ja noch nachreichen. Das wird heute ein Kilometer fressen. Ohne Highlights. Einfach weiter. Aber schön ist's schon. Sag mal, ist das nicht ein geiler Spot? Nach den trostlosen 270 Kilometer E6 bis hierher nach Trondheim hat uns unser Navi auch noch genervt. Es zeigte uns einen Campingplatz angeblich mitten in der Stadt, aber da ist ein normales Wohn- und Geschäftshaus. Dann gibt es in Trondheim einen Stellplatz. So. Parkplatzcharakter wollen wir auch nicht. Da haben wir uns jetzt hier diesen Platz ausgesucht in Flagstad. Wir stehen direkt hier am Trondheimfjord. Wir haben 24 Grad und daher gibt es heute mal ein Aperölchen. Das haben wir uns verdient. Prost! Sogar mit fließend Wasser. Nicht weit weg vom Campingplatz gibt es einen Fährterminal. Den nutzen wir nicht, der bringt uns nicht weiter. Von unserer Terrasse aus haben wir einen super Blick auf den Betrieb im Trondheimfjord. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.